sagt der Augenarzt zu seiner Patientin, wie haben Sie überhaupt hergefunden? Doktor, was fehlt mir denn? Ihnen fehlt nichts, Sie haben einfach alles. Patient, ich bin vom Baum gefallen. Arzt, sehr hoch. Blödsinn, runter! Kommt ein Mann zum Arzt und klagt, dass es in seiner Ehe sexuell nicht mehr so läuft. Daraufhin gibt ihm der Arzt ein Fläschchen und sagt, tun Sie hier von Ihrer Gattin ein paar Tropfen in den Wein zum Abendessen. Dann bekommt sie schon wieder Lust. Gesagt, getan, bekommt die Frau ein paar Tropfen ab. Denkt sich der Mann, wenn das Zeug wirklich was taugt, sollte ich es auch probieren. Und nimmt einen Schluck. Der Abend geht vorbei, die beiden gehen ins Bett. Nichts passiert. Plötzlich wacht sie mitten in der Nacht auf und meint, jetzt brauche ich einen Mann. Darauf wacht er auf und meint, ich auch. Ein Arzt telefoniert. Hier hat einer diese komischen Bauchschmerzen, spricht er ins Telefon. Was war das immer für ein Tee, den du mir immer dagegen gegeben hast, Mama? Patient. Herr Doktor, ich kann kein Blut sehen. Arzt. Wieso denn das? Patient. Ich bin blind. Der Augenarzt nach der Untersuchung. Wie sind Sie eigentlich hierher gekommen? Was ist weiß und hüpft von Ast zu Ast? Ein österreichischer Arzt bei der Zeckenimpfung. Helfen werden Ihnen die Tabletten zwar nicht, aber sie haben keine Nebenwirkungen. Ein Ehepaar ist im Zimmer eines Krankenhauses. Die Frau hat vor wenigen Stunden ein Kind bekommen. Die Frau liegt im Bett am Fenster des Zimmers, von der Tür 8 Meter entfernt. Die Tür geht auf, ein Pfleger kommt herein und hat das Kind auf dem Arm. Plötzlich dreht sich der Pfleger um und fängt an, das Kind immer und immer wieder mit dem Kopf gegen den Türrahmen zu schlagen. Die Eltern sind entsetzt, können das gar nicht glauben. Vater, sagen Sie mal, was soll das denn? Unser Kind! Die Frau ist vor Schreck fast ohnmächtig geworden. Meint der Pfleger, April, April, es war doch vorhin schon tot.